Schlussendlich habe ich getroffen und wir haben 5-0 gewonnen und eine gute Partie gemacht. Ja, natürlich erwarten wir uns da jetzt kein 5-0. Wir wollten unbedingt mit 3 Punkten in die Winterpause gehen. Ich glaube, den Grundstein haben wir erste Halbzeit gelegt und ja, ich glaube, wir haben es uns jetzt einmal verdient, dass wir so einen Sieg feiern. Wir haben die letzten Spiele sehr viele Torschüsse vergeben. Heute waren wir effizient, wir haben 5 Tore gemacht. Erwarten hat man das nicht können, aber jetzt sind wir überglücklich und freuen uns einmal auf den Urlaub. Ich hätte mir erwartet, dass wir erste Halbzeit ein bisschen souveräner agieren. Wir haben teilweise keinen Zugriff gehabt. Erste Halbzeit hat St. Pölten richtig gut Fußball gespielt. Aber wir haben diese Balleroberungen, die wir gehabt haben, haben wir dann gut fertig gespielt, wie wir gesehen haben. Trotz allem waren wir fahrlässig in einigen Chancen. Nicht nur den Elfmeter, 3-4 Mal alleine vom Tor gewesen. Trotz allem, im Endeffekt war es gut. Wenn man 5-0 gewinnt, braucht man sich nicht aufregen. Und ich bin zufrieden natürlich mit dem Ergebnis. Also, es ist immer schwer, gegen die zu spielen. Du hast gesehen, Austria und Sturm war auch schwer für die, aber wir haben es gut gemacht. Wir haben es nicht so erwartet, weil St. Pölten hat in den letzten Wochen sehr gut gespielt. Aber wir haben uns gut vorbereitet und ich glaube, die Leistung war wirklich sehr gut. Wir sind froh, die 3 Punkte mitzunehmen. Ja. Ich glaube, vorher ein gutes Gefühl, vor allem für den Veteranen, der jetzt auch immer gekämpft hat, heute ein Tor gemacht hat. Der geht jetzt auch mal mit einem positiven Gefühl in die Winterpause. Ja, und dass der Joe jetzt wieder richtig gut gespielt hat, die letzten Spiele hat man gesehen. Er hat sich die Chancen erarbeitet und heute hat er es gemacht. Und ja, ein Elfer hat er sich auch verdient, den hat er sich eigentlich selber rausgeholt. Von dem kein Problem. Und ja, super, gefreut mich für alle Stürmer, dass sie getroffen haben. Letztes Spiel, eine Sieger auswärts. Sehr wichtig für mich und für die Mannschaft. Und jetzt Urlaub, sehr ruhig und nächste Jahre Vorgang. Wir haben gesagt, einer von ihnen wird treffen und heute haben 2 getroffen. Und wir haben so viel Qualität im Kader, wo ich sehr froh bin. Und jeder kann treffen von uns, hat man auch gesehen. Und deswegen bin ich froh, dass die Stürmer jetzt auch einmal wieder getroffen haben. Nicht so viel hat anders gewesen, als wir diese Tore gemacht haben, weil auch gegen Mattersburg zu Hause haben wir viel Tore, Chancen gehabt, aber wir haben die Chancen nicht genutzt. Und heute haben wir die Chancen genutzt. Man sieht beim Training, wie sie arbeiten. Sie wollen unbedingt das Tor schießen. Und ich glaube, dass das im Frühjahr dann viel besser wird. Noch viel besser. Ja. Klar haben wir schon viele Chancen verbraucht und so und wir müssen mehr Tore machen, aber heute machen wir 5 und mit das müssen wir zufrieden sein, aber ich hoffe, dass wir mehr Tore machen in der Rückrunde. Ich bin links außen, also links in der Mitte ein bisschen gewesen, habe gesehen, der Steff kommt frei am Ball und ja, wir wissen ja, dass er ja, einen wunderbaren Rechten hat. Ich weiß nicht, wie viel der 100. Assist in der Liga war. Ja, ich habe gesehen, da ist ein Loch, ich habe versucht reinzugehen, er hat mir perfekt serviert und nimm mal mit der Brust mit und ja, mit rechts habe ich volles Risiko genommen, wir haben perfekt getroffen und ja, gefreut mich natürlich für den Steff, Assist und für mich noch ein Tor dazu, perfekt.